Diese Frau ist die richtige für dich. Heute sprechen wir darüber, nach welchen Signalen und vor allen Dingen nach welchen Merkmalen du deine Traumfrau aussuchen solltest, damit sie nicht nur zu dir passt, sondern damit ihr eine harmonische Beziehung führt, in der sie dich in deinen Zielen unterstützt. Bist du es leid, schlechte Dates zu haben, die nie zu einer Beziehung führen? Bist du es leid, ständig frustriert zu sein, weil du nach einem Date geghostet wirst? Dann haben wir jetzt die Lösung für dich mit Better Dates Blueprints. Deine Schritt-für-Schritt-Anleitung für ein erfolgreiches, spaßiges, tolles Date, das auch zu einer Beziehung führt. Klick jetzt in der Infobox auf den Link und trage dich in die Warteliste ein, denn am 28.05. ist es soweit. Da wir ja auch über Red Flags gesprochen haben, sprechen wir jetzt über die Merkmale, die wichtig sind, wo man darauf achten sollte, die ein Signal für dich sind, wo du sagst, okay, diese Frau ist für eine Beziehung mit mir geeignet, da finde ich mich wieder mit meinen Idealen und mit meinen Werten und kann die auch zu 100% leben. Denn hiermit steht und fällt eine langfristig harmonische Beziehung, wenn wir uns immer wieder von den gleichen Attributen und Merkmalen angezogen fühlen. Aber feststellen, dass das am Ende gar nicht zu einer harmonischen Beziehung führt. Ist das eine Diskrepanz, die wir irgendwann einmal bewusst wahrnehmen sollten, um dann zu entscheiden, das lebe ich nicht mehr. Das tue ich mir nicht mehr an. Ich habe jetzt schon mehrmals gemerkt und gelernt, teilweise auch schmerzhaft und hart, dass das einfach keine gute, gesunde Beziehung mit einer Frau ist. Aber was sind jetzt diese Hauptmerkmale, woran du erkennst, dass eine Frau für dich geeignet ist? Es sind ganz, ganz oft die Frauen, die schüchtern wirken, die nicht sofort all in gehen. Es sind ganz oft die Frauen, die einfach nicht sofort zeigen, was sie alles auf einem Kasten haben, weil sie irgendwo in ihrem Herzen das Gefühl haben, sie können anderen Frauen nicht das Wasser reichen. Sie können nicht das einem Mann bieten, was ein Mann möchte. Und am Ende sind das aber genau die Frauen, die du in eine Beziehung bekommen solltest, die eine liebevolle Partnerin für dich sind, die dich unterstützen, die dich dafür feiern, dass du ein Mann bist an ihrer Seite, die selber natürlich auch Ziele haben, aber die sich deswegen nicht nehmen lassen, dich bei deinen Zielen zu unterstützen. Und oft sind es aber die Frauen, die eher schüchtern sind, die nicht sofort zeigen, was sie alles auf dem Kasten haben. Oft fühlen wir uns geblendet von den attraktiven, selbstbewussten, lauten, aufbrausenden Frauen, wo man vielleicht sagt, okay, die fällt sofort auf, wenn die in den Raum kommt. Aber ist das immer die beste Wahl, um eine Partnerin fürs Leben zu finden? Denn hier wird oft geblendet, hier wird oft nach außen hin etwas gelebt und gezeigt, was innerlich gar nicht so viel hergibt. Ja, was nur ein Traumschloss in deinem Kopf, also quasi eine Fantasie, aufrechterhält. Und das sind die Enttäuschungen, die du die letzten Jahre hattest. Das sind die Enttäuschungen mit den Frauen, in die du dich verliebt hast, die dir aber am Ende überhaupt nicht das zurückgegeben haben, was du investiert hast. Also setze ab sofort auf die Frau, das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiges Merkmal, die nicht sofort alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, die nicht sofort gelobt werden will für alles, was sie tut, die nicht sofort im Raum ist und der Meinung ist, sie ist jetzt im Vergleich zu allen anderen Frauen die Tollste, sondern eben genau die, die ein bisschen Understatement ist, die erst so nach und nach, wenn man auch mal fragt und das Gespräch mit ihr sucht, zeigt, wie viele Interessen sie hat, wie intelligent sie ist und natürlich auch, dass sie Lebensziele hat. Achte mal auf die schüchterne Frau, die vielleicht ja das ungeschulte Auge als introvertiert bezeichnen würde oder als unglaublich zurückhaltend, vielleicht sogar scheu. Aber wenn du jetzt eine Art und Weise lernst, auf diese Frau zuzugehen, sie zu knacken, ihr einfach eine ruhige Atmosphäre zu bieten, damit sie sich traut, sich zu öffnen, wirst du merken, was sich für ein neuer Kreis an Frauen für dich öffnet, dir, ja, sich dir bietet. Weil du gelernt hast, dass diese Frauen viel, viel mehr auf dem Kasten haben, am Ende des Tages viel besonderer sind als diese aufbrausenden Frauen, die sich total toll finden, die total überzeugt von sich sind und im Raum sind, sagen, hier bin ich, komm, geh ran. Ja? Sondern wirklich die Frauen, wo du, wenn dein Blick so durch den Raum schweift, vielleicht siehst, okay, naja, sie versteckt sich vielleicht gerade hinter ihrem Handy oder okay, sie steht jetzt hier mit diesen vier Menschen, fünf Menschen zusammen, die unterhalten sich, aber sie steht eher daneben, nickt, lächelt, aber gibt gerade nicht so viel rein. Und die meisten gehen oberflächlich an dieses Thema ran und sagen, Langweiler, die ist langweilig, Trantüte, die hat nichts zu bieten, so eine Frau will ich nicht. Dann hast du sie auch nicht verdient, weil du gar nicht hinter die Fassade schaust.
Und deswegen ist es auch oft so, dass man sagt, hey, ich habe gar nicht so viele Optionen bei den Frauen, weil die Guten sind alle schon weg. Aber wir haben den Filter einfach in eine ganz, ganz ungesunde Richtung gelegt. Wir haben den Filter nämlich auf die Schmetterlinge unter den Menschen gelegt. Diejenigen, die mit ihren, oder die Pfaue unter den Frauen, die mit ihren Flügeln flattern und die zeigen, wie schön sie sind und guck mal, hier bin ich. Aber am Ende, die natürlich auch viel Lärm um nichts machen. Und da haben ganz, ganz viele Männer den Filter draufgelegt. Attraktive, schöne, tolle Frauen, die einfach, wenn sie im Raum sind, sofort die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und dadurch blendest du natürlich die ganzen anderen Optionen aus und hast das Gefühl, hier habe ich eigentlich gar keine Optionen. Doch die Optionen sind überall. Und ich habe gerade vor kurzem wieder mit einem Kunden den Moment gehabt, wo er plötzlich, als er den Filter umgelegt hat, als er gesagt hat, so, ich werde jetzt offen auf die Welt zugehen, offen auf die Frauen zugehen und einfach erstmal bei jeder neugierig hinter die Fassade schauen. Und er meldete sich auf einmal und sagte, sag mal, wo kommen denn jetzt diese ganzen Frauen her? Das ist doch unglaublich. Und ja, genau das ist es nämlich. Mit einer gewissen Strategie und Herangehensweise, mit einem etwas anderen Filter, die besonderen Frauen wahrzunehmen, die einfach sich nicht sofort präsentieren, die nicht sofort in dein Radar fallen, weil sie halt eben eher Understatement sind. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Merkmal. Es gibt aber noch ein paar andere Merkmale. Wenn man dann ins Gespräch kommt, trennt sich trotzdem weiterhin die Spreu vom Weizen. Denn es heißt nicht, schüchterne Frau ist gleich gute Frau für eine Beziehung. Wenn du jetzt mit ihr ins Gespräch kommst und du stellst ihr eine Frage, und das solltest du ab sofort ganz, ganz oft tun, dass du Frauen Fragen stellst. Und ich meine jetzt nicht solche Fragen wie, wie geht's dir, was machst du heute, was hast du gestern gemacht? Ja, also all diese oberflächlichen Fragen, die man halt so stellt, sondern ich möchte, dass wenn du mit ihr ins Gespräch kommst und ihr beispielsweise übers Packen beim Reisen redet und sie sagt vielleicht, boah, bei meiner letzten Reise, da habe ich ein überdimensional großes Kofferding gehabt oder einen Rucksack, einen Backpacking-Rucksack und ich habe am Ende trotzdem es nicht geschafft, so zu packen, dass ich alles dabei hatte und nicht irgendwie 20 Kilo Übergepäck hatte. So. Und statt dass du dann sagst, ach je, wie lustig und so, ja, das Problem haben Männer eher weniger, ne, sondern dass du das so abwägelst, möchte ich ganz gerne mal, dass du ihr dazu eine Frage stellst und sie dadurch mal testest und schaust, ob du sie aus der Reserve locken kannst. Was sind denn die drei wichtigsten Dinge, die du bei einer Reise unbedingt dabei haben musst? Eine Sache, wenn du es eher so ein bisschen sachlich halten möchtest. Oder was war das Schlimmste, was du jemals vergessen hast? Ja, die Zahnbürste, die Unterwäsche, was ist dir schon mal passiert? Was hast du vergessen, bei einer Reise einzupacken? Ja, und dann schaust du mal, was sie erzählt. So, und hier möchte ich auf eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft hinaus, die du brauchst, wenn du eine interessante, jahrzehntelange, liebevolle Beziehung führen möchtest. Und das ist Kreativität. Denn mit Kreativität können Beziehungen ewig überdauern, weil diese Menschen nicht nur kreativ sind, indem sie was malen oder sich für Kunst interessieren. Das ist so dieses oberflächlich Kreative, an das wir vielleicht denken. Aber es geht um Kreativität im Miteinander. Kreativität, gemeinsam Probleme zu lösen. Also das heißt, wir nutzen diese Kreativität, wenn sie jemand hat, und es gibt viele, die sie haben. Wir nutzen diese Kreativität, um eine Stufe weiterzukommen, als wir gerade sind. Wenn wir zum Beispiel einen Streit in der Beziehung haben, sehr kreative Menschen können diesen Streit schneller lösen, als jemand, der immer 0815 ganz streng in seinem Bereich denkt und handelt, so wie er es gelernt hat. Kreative Menschen, die können umdenken, die können auf den anderen eingehen, die haben eher mal so diesen Weitblick zu sagen, weißt du was, ha, wir könnten es doch so machen. Und du kannst Frauen antesten am Anfang, ob sie kreativ im Gespräch sind. Und das ist für dich schon so ein Indiz, dass das für eine langfristige Beziehung reicht. Es gibt noch viele andere Indizien, wie du die Kreativität der Frau oder auch eben andere Signale herausfiltern und testen kannst, um zu schauen, ist das wirklich meine Traumfrau? Und dabei habe ich schon 100 Männern geholfen, ihre Traumfrau zu finden und dir kann ich auch helfen. Klick jetzt dafür in die Infobox auf den Link und trag dich zu einem kostenlosen Erstgespräch bei mir ein. Hier können wir mal ganz genau über deine Herausforderungen bei Frauen sprechen. Und dann darf ich dich bestimmt bald im Coaching begrüßen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, ihr Lieben. Ciao!